Nächster Redner kommt von den Grünen, es ist der Justizsprecher Albert Steinhauser. Sehr geehrte Damen und Herren, bisher hat in unserer Demokratie und in unserer Verfassung ein einfacher Grundsatz gegolten. Gesetze werden vom Parlament erlassen, Gesetze werden vom Parlament geändert. Die Regierung kann auf Basis von Gesetzen Verordnungen erlassen, aber sie kann eines nicht, sie kann nicht durch Verordnungen Gesetze ändern. Das wird mit dem heutigen Gesetzesbeschluss anders, weil das Notverordnungsrecht beispiellos in der österreichischen Verfassung die Bundesregierung ermächtigt, Gesetze, die Sache des Parlaments sind, abzuändern. Das ist ein Dammbruch, der beispiellos ist und der unsere Verfassung in der Struktur, wie wir sie kennen, verwüstet, möchte ich fast sagen, weil es ein Grundprinzip ist, dass die Legislative für Gesetze zuständig ist und nicht die österreichische Bundesregierung. Das ist ein Sündenfall, der die Büchse der Pandora, sagt man, öffnet in der historischen Sage sozusagen, die weitere Beispiele folgen wird lassen. Ja, was ist, wenn wir in einer Wirtschaftskrise sind? Was spricht dann gegen ein Notverordnungsrecht, das möglicherweise Arbeitsrechte aussetzt, liebe Sozialdemokratinnen? Das kann man mit der gleichen Argumentation befürworten. Einen Ausnahmezustand, der Verfahrensgarantien, wie wir sie in unseren Verfassungen kennen, aushebelt. All das ist in dieser Logik, die die österreichische Sozialdemokratie heute mit beschließt, möglich. Dass das ein einzigartiger Sündenfall ist, der rechtsstaatlich hochproblematisch ist, sagt fast jede Stellungnahme im Begutachtungsverfahren. Die Rechtsanwaltskammer: Mindestgarantien moderner Rechtsstaaten werden für eine ganze Gruppe von Menschen außer Kraft gesetzt. Richtervereinigung: Durch den vorliegenden Entwurf wird der Zugang zum Recht, also das zentrale Grundrecht eines Rechtsstaats, erschwert, wenn nicht sogar eingeschränkt. Boltzmann-Institut für Menschenrechte: Ist aus demokratiepolitischer und rechtsstaatlicher Sicht höchst bedenklich. Ich könnte eine weitere Lesung durchführen. Sie kennen das und ignorieren das. Und es sei Ihnen gesagt, wer am Rechtsstaat zu schrauben beginnt, der schraubt auch an der Demokratie. Der Rechtsstaat ist die andere Seite der Demokratie. Wenn Sie den Rechtsstaat nicht ernst nehmen, dann nehmen Sie die Demokratie nicht ernst. Und die Kollegin Loeger, die ich eigentlich sehr schätze, wir haben in vielen Punkten immer wieder auch gemeinsam Diskussionen geführt, hat eigentlich hier am Rednerpult fast ein Geständnis abgelegt, wie es eine österreichische Politikerin mit der Verfassung hält. Sie sagt, im deutschen Grundrecht, im Grundgesetz ist die Möglichkeit festgeschrieben, dass das Asylrecht eingeschränkt wird, und sagt dann, das kann dann nicht falsch sein, wenn wir das gleich in einer Verordnung tun. Und das ist genau, das zeigt genau, wie wenig Sensibilität es gibt. Eine Verordnung ist eben verfassungswidrig, wenn sie etwas vorsieht, was die Verfassung nicht deckt. Und das ist genau Ihr Problem, dass Sie jede Sensibilität vermissen lassen. Zweiter Punkt. 100.000 Menschen sind nach Österreich gekommen. Es ist eine große Herausforderung, und das ist keine Frage. Und das habe ich immer gesagt, und das haben viele andere gesagt, 100.000 Menschen in Österreich zu integrieren. Das ist die große Aufgabe, die jetzt auf uns wartet. Aber ich verstehe dann nicht, warum man mit diesem Gesetz das Gegenteil macht. Asyl auf Zeit. Nach 3 Jahren könnte der Asylstatus verloren gehen. Das Ganze erschwert in Wirklichkeit nur bei einer Gruppe von syrischen Flüchtlingen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von 99,9% in 3 Jahren nie nach Syrien zurückgehen werden können, die Integration hier. Weil jeder weiß, ein Unternehmen bildet keinen jungen Syrer aus oder stellt keine junge Syrerin ein, wenn nicht klar ist, dass diese Person auch in 3 Jahren, nachdem sie ausgebildet wurde oder eingestellt wurde, hier auch noch dem Unternehmen zur Verfügung steht. Und die Industriellen Vereinigung hat das am Punkt gebracht im Begutachtungsverfahren. Sie sagt, wir müssen mit Bedauern feststellen, dass unserem Vorbringen nicht entsprochen wurde. Wir möchten ja nochmals auf unsere Stellungnahme verweisen, wo wir bereits erläutert haben, dass wir Asyl auf Zeit aus arbeitsmarkt- und integrationspolitischen Gründen ablehnen. Die österreichischen Betriebe müssen Planbarkeit vorfinden. Sie haben es am Punkt gebracht. Sie erschweren Integration, und die Integration ist die große Herausforderung für die Flüchtlinge selbst, aber auch für die Menschen, die hier leben. Und wenn wir das schaffen wollen, dann ein Asyl auf Zeit zu schaffen, das Integration erschwert, ist hinderlich und gefährlich. Dankeschön.
Dass die Bundesregierung durch Notverordnungen Gesetze ändern könne, sei neu und abzulehnen. Asyl auf Zeit erschwere die Integration, sagt Albert Steinhauser von den Grünen.